Feldstecher. Für Peter Blau monatelang der wichtigste Gegenstand in seinem Leben. So wichtig, dass er ihn bis heute behalten hat. Denn mit diesem Fernglas beobachtet Peter Blau zu DDR-Zeit die innerdeutsche Grenze. Also mir war schon bewusst, dass da unsere Zukunft davon abhängt. Nicht nur die Zukunft, es ging um Leben, um das Leben von meiner Frau, meinem Kind. In diesem Haus wohnt Peter Blau damals, zusammen mit Frau Kerstin und ihrem kleinen Sohn. Einen Steinwurf von der Grenze entfernt im Osten. Für DDR-Verhältnisse ging es ja eigentlich gut. Aber es hat uns halt was gefehlt, die Freiheit. Freiheit zu reisen oder Freiheit, einfach Leute einzuladen, weil wir haben ja im Sperrgebiet gelebt. Freiheit, ach, zu denken oder zu lesen oder zu machen, was man wollte. Mithilfe seines Feldstechers plant Peter Blau die Flucht für seine Familie und Freunde. Ortswechsel. Die Orangerie in Ansbach vor wenigen Tagen. Der Aufbau der Landesausstellung Typisch Franken ist in vollem Gange. Hierher soll später auch der Feldstecher von Familie Blau. Ausstellungsleiter Reinhard Riepertinger nimmt nach und nach die verschiedensten Exponate entgegen. Wir hören praktisch einen Tag vor der Eröffnung auf. Da wird dann alles soweit sein, denke ich. Die letzten Objekte kommen auch erst wirklich einen Tag vorher. Ein sehr persönliches Juwel bringt Katharina von Waldenfels vorbei. Die Münchnerin ist extra nach Ansbach gekommen, denn hier hat sie ihre Wurzeln und im Gepäck ein altes Erbstück. Und da ist sie. Und die Kette dazu. Die ist ja schon wunderschön. Boah, es ist einfach wirklich schön. Würden Sie es bitte nochmal umdrehen? Reinhard Riepertinger und Restaurator Alfred Stemp dokumentieren den Zustand der Taschenuhr. Also es ist einwandfrei, das gute Stück. Ich habe das zusammen mit meinem 30. Geburtstag bekommen von meiner Mutter. Und die hat es in ihrer Familie vererbt bekommen. Ursprünglich kommt es eben vom wilden Markgrafen. Eine Uhr, die er dann seinem zweiten Sohn vererbt hat. Und dann ist sie in der Familie immer weiter vererbt worden. Die Rokoko-Uhr ist für Reinhard Riepertinger das Zeugnis einer für damalige Zeiten sehr ungewöhnlichen Liebe. Der Markgraf war verheiratet mit einer preußischen Königstochter und hat sich aber dann während dieser Ehe in eine Frau aus dem einfachen Volk verliebt. Und das war eine wirklich große Liebe, die ein Leben lang gehalten hat. Und er hat sich um seine Kinder gekümmert, die aus dieser Beziehung hervorgegangen sind. Das ist schon sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Ein kleines Exponat mit einer großen Geschichte. Zurück an die innerdeutsche Grenze zu Peter Blau in den Sommer 1989. Er plant die Flucht für seine Familie und ein befreundetes Paar. Monatelang spioniert er die Grenzsoldaten aus. Der Feldstecher ist dabei sein bester Helfer. Er schreibt akribisch auf, wann sie wo sind, und er kennt eine Lücke. Denn abends ist immer ein Stück vom Zaun unbewacht. Er macht einen geheimen Plan. Es durfte niemand irgendwas davon erfahren, wenn da irgendjemand was ausplaudert und es kommt an die falsche Stelle und du wirst da irgendwie verpfiffen und da steht die Stasi in der Tür, das wusste man. Zwei Grenzzäune müssen die Blaus überwinden. Der erste hochsicher mit Stacheldraht und Alarmfunktion bei Kontakt. Ihre Idee? Einen Aufbau für den Trabi Schreinern und über den ersten Zaun springen, ohne ihn zu berühren. Dann zum zweiten Rennen und mit einer Holzleiter drüber klettern. Risiko war dabei und Angst, aber auch, wir haben uns vertraut und wir haben auch gewusst, es kann gelingen. Das Einzige, was dazwischen hätte kommen können, wäre wirklich ein blöder Zufall, der das alles hätte zunichte machen können, was ja auch fast passiert wäre. An einem Juniabend 1989 brechen sie auf, Richtung Zaun, Richtung Westen. Wieder in der Landesausstellung, bei der Rokoko-Uhr des wilden Markgrafen Karl Wilhelm Friedrich. Ja, dann klären wir mal, wie wir das Stück präsentieren in der Vitrine. Interessiert Sie ja sicher auch, dass es möglichst schön zur Geltung kommt, weil das soll ja sein. Die Uhr von Katharina von Waldenfels war vorher noch nie ausgestellt. Jetzt bekommt sie einen besonderen Platz in der Landesausstellung.
Ja, letztlich kommen in der Vitrine jetzt zwei Leidenschaften zusammen, die den Markgrafen auszeichnen, den wilden Markgrafen. Es ist auf der einen Seite seine Jagdleidenschaft, vor allen Dingen die Falkenjagd war für ihn wichtig. Und das zweite ist eben seine Beziehung zu Elisabeth Wünsch, seine zweite große und sehr tiefe und ernste Leidenschaft für diese Frau, die er dann auch, und das hat auch mit seiner Falkenjagdleidenschaft zu tun, in den Adelsstand erhebt als von Falkenhausen. Das ist ja auch sehr sprechend. Für mich ist es ja so ein kleiner Schatz, den man gerne mal anschaut, wo man sich aber nicht so ganz traut, ihn so als Alltagsgegenstand zu benutzen. Und er ist eben ein Symbol dafür, dass manche Sachen über ganz, ganz lange Zeit erhalten bleiben und fast unendlich sind. Lange Zeit hat Familie Blau auf diesen Moment gewartet. Nach Monaten setzen sie ihren Fluchtplan um. Pures Adrenalin schießt einen durch den Körper. Angst, Spannung, unbeschreiblich. Die Blaus und ihre Freunde fahren mit ihrem umgebauten Trabi so nah wie möglich an den Grenzzaun. Dabei haben sie nur Papiere, Geld und den Feldstecher. Da kam natürlich jetzt erst mal ein Schock, weil wir mit dieser Spannbreite von diesem Grenzzaun, dass der oben so breit ist, damit hat man jetzt nicht gerechnet. Den Sprung haben sie monatelang geübt. Ihre Freunde wagen es zuerst. Die Blaus werfen ihnen ihren Sohn zu. Alles geht gut. Dann war ich an der Reihe. Ich habe auch nur gedacht, das schaffe ich nie im Leben. Und einfach nur der Gedanke, irgendwo in diesem Stacheldraht sich zu hängen zu bleiben, grausam. Aber es hat dann zum Glück auch geklappt. Ich bin gut rübergekommen, gut gelandet. Ich war der Letzte auf dem Podest. Umzuspringen und in dem Moment kam ein Motorrad aus Eicha rausgefahren und ich dachte, er hat mich im Lichtkegel erwischt und hab kurz überlegt, ob ich überhaupt noch springe und hab den anderen drei zugerufen, lauft einfach, rennt, was ihr könnt. In dem Moment, da bricht dann die reine Panik aus und auch bei den anderen dann. Der Unbekannte auf dem Motorrad nähert sich unaufhaltsam. Ist es ein Grenzer? Angst vor Unbekannten hatten früher auch die Reisenden im Spessart. Denn hier trieben Räuber ihr Unwesen, wie man auf dieser alten Blechmalerei in der Landesausstellung sieht. Das ist ein Votivbild. Das heißt, einer der Überfallenen dankt halt Maria für die Rettung vor diesem Überfall. Es war sicher ein Kaufmannszug. Es sind ja zwei Wägen in der Mitte zu sehen, wo große Kisten draufstehen, wo auch Sachen entladen werden von den Räubern. Man sieht Bewaffnete, man sieht Gewehrschüsse. Das Bild, eine Darstellung der Raubüberfälle, die vor allem im 18. Jahrhundert im Spessartwald vorkamen. Es sieht doch gut aus. So? Ja. Diese Banden waren wirklich an den unteren sozialen Rändern. Da waren Frauen mit dabei, da waren auch Kinder durchaus mit dabei. Die haben also von diesen Überfällen gelebt. Das ist wirklich harte Realität und auch brutale Realität gewesen für beide Seiten. Heute hingegen haben wir oft ein romantisches Bild von den Räubern im Spessart. Das wurde vor allem geprägt vom Film Das Wirtshaus im Spessart mit Lieselotte Pulver aus dem Jahr 1958. Bin ich wieder. Schau da auf! Na. Ich bin ja gestern schon da geblieben, aber den fetten Juwelier konnte ich mir nicht entgehen lassen. Den musste ich noch schnell ausnehmen. Du? In der Weihnachtsgans, Hauptmann. Aber lasst euch nicht stören, ihr seid doch gerade beim Feiern. Na, muss auch mal sein. Wenn man sich die Szene anschaut, ja, da wird über offenem Feuer gegrillt, da wird musiziert, da wird gesungen, da wird gegessen. Also alles ein sehr fröhliches Miteinander letztlich, das die Räuber da pflegen. So war es in Wirklichkeit natürlich nicht. Und dieser Film, der hat unser Bild vom Spessart geprägt und prägt es letztlich bis heute. Die Ausstellung zeigt, romantisch war bei den Spessarträubern eher nichts. Es ging ums pure Überleben. Ums Überleben geht es auch bei der Flucht von Familie Blau 1989. Es nähert sich tatsächlich ein Grenzer. Doch Peter Blau zögert nicht lange und springt seiner Familie hinterher. Die Blaus rennen um ihr Leben. Du funktionierst einfach nur und du machst in dem Moment
wahrscheinlich alles falsch, was du machst. Ne? Ich bin ja sportlich gut drauf und so. Und dann selbst da habe ich übelstes Seitenstechen gekriegt, weil man falsch atmet oder keine Ahnung, wo das dann herkam. 500 Meter sind es zum zweiten Zaun. Mit der mitgebrachten Holzleiter überwinden sie auch den und kommen im Westen an. In Breitensee klingeln sie am erstbesten Haus. Und dann ist uns erstmal bewusst geworden, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es wirklich und tatsächlich geschafft. Wir haben diesen Zaun, diesen menschenverachtenden Zaun überwunden. Unbeschadet. Ein paar Monate nach ihrer Flucht fällt die Mauer. Die Blaus entdecken die Tatortfotos der Flucht später in ihren Stasi-Akten. Peter Blaus Feldstecher hat die ganze Flucht unbeschadet überstanden. Damit beobachten die beiden jetzt höchstens noch die schöne Natur am grünen Band, wo sie auch leben, in Sichtweite zur ehemaligen Grenze. Ich laufe gern an der Grenze entlang, aber der Gedanke an damals ist eigentlich ganz weit weg. Ich bin eigentlich so zufrieden, so wie es jetzt ist. Und man kann einfach nur hoffen, dass sowas nie wiederkommt. Mit ihrem Feldstecher haben die Blaus Geschichte erlebt und geschrieben. Deshalb packt Peter Blau ihn nun ein und schickt ihn auch nach Ansbach. Und so wird aus dem Fernglas ein weiteres typisch fränkisches Objekt in der Landesausstellung. Denn hier kommen sie zusammen, die vielen fränkischen Schätze. Man durchwandert 9 fränkische Regionen, erlebt überall was anderes, erfährt überall andere fränkische Geschichten. Das ist ganz wichtig. Und so erzählt jedes Ausstellungsstück seine eigene Geschichte zu typisch Franken.